Wolfgang Kromp, Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften der BOKU Wien. Ja, statt Energiesparen und Energieeffizienz sehen wir den Rückgriff auf emissionsärmere etablierte Techniken. Neben der Kohle plus der Kohlenstoffsequestrierung erleben wir die Kernenergie-Renaissance. Wir haben jetzt zahlreiche Meldungen über zahlreiche Kraftwerksplanungen, aber die tatsächliche Umsetzung betrifft nur wenige Standorte. Ein Kernkraftwerk ist ein kalorisches Kraftwerk. Für kalorische Kraftwerke, Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke gilt, und zwar für solche, die sehr groß sind, dass nur der kleinere Teil in nutzbare mechanische und elektrische Energie überführt werden kann. Der größere Teil muss als Abfallwärme in die Ökosphäre entlassen werden, da man eben die Fernwärme nicht beliebig weit leiten kann. Die Ökosphäre ist jedoch nicht thermisch unbegrenzt belastbar. Wir haben hier einen Energiedeckel nach Hans-Peter Dürr, dem alternativen Nobelpreisträger, für Abfallwärme zu beachten. Der Energiedeckel von 10 Terawatt für die gesamte Menschheit ist vermutlich bereits überschritten. Das heißt, schon daraus kann man schließen, dass kalorische Kraftwerke ohne Kraft-Wärme-Kopplung als unzulässig einzustufen sind. Wie sehen nun ökologisch verträgliche kalorische Kraftwerke aus? Das wären solche, die erneuerbare Energieträger plus Kraft-Wärme-Kopplung verwenden. Zum Beispiel Holz, Stroh, Biogas oder Biomethan. Es sind hier Einschränkungen zu machen. Die Biomasse muss aus nachhaltigen Kreislaufsystemen stammen und das System muss im Einklang mit der Nahrungsmittelproduktion sein. Die neuen Bedrohungen des Klimawandels und der Energieverknappung lassen die Frage gerechtfertigt erscheinen, ob eben die Ablehnung der Kernenergie noch zeitgemäß ist. Hat die Kernenergie aus Three Mile Island und Tschernobyl gelernt? Ist nicht die Kernenergie doch als weniger riskante Möglichkeit ein Ausweg? Wir müssen uns um die Fortschritte der Kernenergie kümmern. Wir haben hier die sogenannten Three Mile Island Upgradings. Das sind die aus dem Unfall von Three Mile Island gezogenen Lehren, die weltweit verbreitet wurden. Die Einführung der EDV zur Überwachung und Steuerung von Sicherheitsfunktionen. Die zunehmende Anwendung probabilistischer Sicherheitsanalysen zur Entdeckung heißer Unfallpfade. Die Etablierung von Trainingszentren an Kernkraftwerkstandorten für Operators, die dort Sicherheitsstrategien trainieren. Und insbesondere wichtig, das Bekenntnis zur Eintrittsmöglichkeit schwerer Unfälle, woraus man Maßnahmen zum Zeitgewinn für Evakuierung beispielsweise ableitet. Diese Fortschritte sind durchaus anerkennenswert. Es gibt aber auch leider Rückschritte. Und zwar Alterung des globalen Parks von 440 Kernkraftwerken, der Mangel an erfahrenem Personal plus Nachwuchskräften. Es war keine sehr angenehme Technologie für die letzten Jahrzehnte. Mangel an Herstellerfirmen von Nuklearkomponenten, Druck auf Kernkraftwerksbetreiber durch Marktliberalisierung und damit natürlich auch weniger Geld für sicherheitserhöhende Maßnahmen. Leistungserhöhung von 5 bis 10% und Lebensdauerverlängerung von 40 auf 60 und mehr Jahre, eben durch den Mangel an neuen Standorten. Und dann haben wir den Faktor Mensch in vielfältiger Ausprägung. Und hier der Faktor Mensch in seiner ultimativen Wirkungsweise, nämlich aus steigender Weltbevölkerung, aus den abnehmenden Ressourcen vielfältiger Art, Wasser, Land, nicht nur Erdöl. Und der zunehmenden Verteilungsungerechtigkeit ist mit einer naturgesetzlichen Zwang die Zunahme militanter Aktivitäten, Terror und Krieg in Form von Verteilungskämpfen zu erwarten. Kernkraftwerke als potenzielle vulnerable Ziele sind natürlich nicht akzeptabel. Hier haben wir eine Dezentralisierung der kritischen Infrastruktur und insbesondere auch der Energiebereitstellung vorzunehmen und anzustreben. Dass trotz interner Verwarnungen seitens Exponenten der Nuklearindustrie stellen wir immer wieder das persistente Auftreten von beinahe Unfällen fest. Der WANO-Chairman Maeda hat 2003 öffentlich zur Bekämpfung von Complacency und Negligence aufgerufen. Trotzdem weitere Störfälle, beispielsweise Forsmark. Der Schluss auf gelegentlichen Unfall,
gelegentlich eintretenden Unfall, wir alle hoffen das nicht, mit massiven Freisetzungen ist dadurch nahelegend. Das ist die Liste der Unfälle, die wir ab 2000 zu verzeichnen haben. Und das hat sich teilweise nach den Warnungen von Maeda abgespielt. Ist nun die Kernenergie wirklich ein Klimaretter? Was muss die Kernenergie leisten? Den Ersatz auslaufender Kernkraftwerke, Ersatz von Fossilkraftwerken, die Bedarfsdeckung des Energiezuwachses, insbesondere den der aufstrebenden Länder wie China und Indien. Die Inbetriebnahme von 70 Kernkraftwerken pro Jahr würden dann notwendig sein. Der Mangel an Industrie- und Finanzkapital ist bekannt. Und eine 10-jährige Etablierungszeit von der Planung bis zur Kraftwerksinbetriebnahme ist der Erfahrungswert. Das heißt, die Kernenergie wird nicht rechtzeitig verfügbar sein. Die Brennstoffressourcen. Nur 2/3 des weltweiten jährlichen Uranverbrauchs von 66.000 Tonnen können wir derzeit bergmännisch neu gewinnen. Der Rest stammt noch aus den Rüstungsbeständen des Kalten Krieges und aus Wiederaufarbeitungsanlagen. Das mit vertretbarem Aufwand abbaubare Uran reicht vielleicht noch 4 Jahrzehnte in der Erdkruste, vielleicht 5 Jahrzehnte, 6 Jahrzehnte. Das größte Problem dabei ist der sehr lange Zeitraum von der Entdeckung bis zum einsatzfähigen Brennstoff. Das können 20 Jahre mehr sein. Die Urangewinnung aus dem Meer und aus anderen utopischen Möglichkeiten kann als unrealistisch weggelassen werden. Das heißt, wir haben massive Engpässe in wenigen Jahren zu erwarten und damit eine Verschärfung, je mehr Kraftwerke noch weiter in Betrieb genommen werden.